Ich zeige euch jetzt, wie man Forelle richtig küchenfertig zerlegt. Was immer gut ist, dass man vorher die Schleimschicht ein bisschen mit so einem Küchentuch wegmacht und da innen das Blut ein bisschen rausmacht. Es hat den Vorteil, dass die Forelle dann am Brett besser liegen bleibt. Dann machen wir den Kiemenschnitt bis zwischen die Augen. Hinter den Kiemen leicht schräg einschneiden. Da muss man die Haut zuerst mal leicht anritzen und dann läuft das Messer sauber durch. An der Mittelgräte entlang. Wenn man dann an der Mittelgräte ist, geht man hier rein an den V-Schnitt und dann schneidet man auch an der Mittelgräte entlang die Mittelgräte durch mit leichtem Druck und schon hast du das perfekte Filet heraus. Die zweite Seite ist noch ein bisschen leichter, da braucht man gar nicht einritzen, da schneidet man gleich an der Mittelgräte entlang. So, und dann hat man die zwei Filets heraus. Die Abschnitte vom Fisch, die schmeißt man natürlich nicht weg, die können wir super nutzen. Die darf man ganz vorsichtig mit dem Löffel abkratzen. Da können wir dann Fischpflanzerl draus machen oder Nockerl oder wie auch immer. Die Karkasse von der Forelle, die schmeißt man nicht weg. Die nehmen wir her für einen Fond. Wenn wir die Filets haben, dann putzen wir die nur sauber zu. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe die Gräten mit so einer Pinzette raus. Geht man mit dem Finger so ganz vorsichtig drüber und dann zieht man die Gräten einfach so raus. Und die zweite Möglichkeit ist, einen V-Schnitt zu machen, direkt an den Gräten. Schaut mal, wie der Grätenverlauf ist und dann schneidet man bis zur Haut einfach ein. Und dann schneidet man die Gräten einfach so heraus, auch die zum Fond. Schon sind wir soweit, dass wir die Filets braten können. Und was wichtig ist, den Fisch immer nur auf der Haut braten. Hat den Vorteil, ich habe oben ein super glasiges Filet und unten eine schöne knackige Haut.